Guten Morgen und willkommen im Herbst. Ja, ein sehr herbstlicher Morgen. Donautal. Oh, es ist berüchtigt für Nebel und es ist auch so gekommen. Ist ja auch nur 8 Grad. Ja, aber ich sehe das Gebäude nicht mehr. Nur so ein Schatten davon. Also es ist richtig dicht. Aber es ist wieder früh. 10 vor 8 ist es jetzt schon wieder. Ich bin wieder der Erste gewesen, der losfährt. Das Zelt ist klitschenass, als ob es geregnet hätte. Das muss ich mal hier wieder trocknen. Aber heute soll die Sonne rauskommen. Hier über ist blauer Himmel, ohne Wolken. Also, das wird doch klasse werden, der Tag, hoffe ich. Der Campingplatz hier war ja einfach, funktionell. Ja, man kann nicht viel erwarten, aber es hat funktioniert. Warmes Wasser war da. Man kann sich waschen, ist alles okay. Aufenthaltsraum unterm Gebäude, falls es mal regnet. Also, das fand ich besonders gut. Aber es hat nicht geregnet, es war so nur nass. Aber naja, und jetzt geht's weiter. Ja, über die Donau hinüber. Am Lech entlang ist es nicht, sondern der Via Claudia Augusta. Der Lech ist zwar auch immer an der Seite im Tal, aber ich fahre die Via Claudia Augusta nicht ganz genau. Mal so geradeaus, aber die Ortschaften und so werde ich wohl so ziemlich alle mitnehmen. Das sind ja nur noch 181 Kilometer bis Garmisch, also mit Glück kann ich heute schon die Alpen sehen. So, bis Landsberg will ich ungefähr kommen, das sind so mindestens 90 Kilometer. Vielleicht mache ich noch ein paar mehr, muss ich sehen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, so ein super Wetter soll das heute werden, wenn der Nebel erstmal weg ist. Naja, dann wünsche ich ja erstmal viel Spaß dabei, bei den kommenden Bildern. Oh, und der nächstgrößere Ort, ja, Augsburg, die Stadt, das wird noch dauern. Also viel Spaß dabei. Neun Uhr und man sieht immer noch nichts. Es ist nicht gerade interessant so. Ja, was soll man machen? Aber das wird schon. Ich habe Hoffnung. Ich habe schon 15 Kilometer hinter mir. Ja. Schauen wir mal, ob die Sonne noch mal kommt. Aber sie wird kommen. Ja, ja. Ja, Leute, es ist schon ganz schön weit gefahren. Ich bin schon ganz schön weit gefahren. 32 Kilometer bin ich schon.
Ja, als die Sonne rauskam, hat es nicht lange gebraucht, da war der Nebel weg. Im Donautal ist es noch ein bisschen, schon eine halbe Stunde her, dass ich hier in der Sonne fahre. Aber es war auch kein idyllisches Plätzchen, wo man sich da mal hinsetzen konnte oder irgendwas. Nur Bänke und so in Ortschaften. Ne, das fehlt hier so ein bisschen. Hier ist es auch nicht gerade idyllisch, hier am Lech. Dicke Straße, also Bundesstraße, hier ganz in der Nähe. Da fährt man immer an Landstraßen. Also bis jetzt war der Weg noch nicht so. Na klar, ein paar Ortschaften mit tollen Kirchen vielleicht, aber das war es aber auch schon. Naja, ich hoffe, es geht nicht so weiter. Ist halt so, ist der direkte Weg Richtung Süden. Ich werde jetzt hier mich noch umswitchen auf kurz und dann eincremen und dann geht's weiter. Gegessen habe ich schon was. Beim Bäcker war ich schnell, habe mir schnell was in die Hand genommen. Ein Brezel und ein Brötchen. Und dann bin ich einfach weitergefahren. Es war ja erst noch neblig und nicht gerade toll, um sich irgendwo hinzusetzen. Also geht's gleich weiter Richtung Augsburg. 32 habe ich schon. Das ist schon ganz schön viel. Naja, weiter geht's. Jetzt bin ich am Stadtrand von Augsburg bei Kilometer 46. Dann fahre ich gleich mal durch Augsburg durch. Vielleicht gibt es da was Leckeres zu essen. So ein Snack zwischendurch. Und dann geht es schon wieder raus. Aber so klein ist die Stadt ja nicht. Wird schon etwas dauern. Aber erst mal anschauen. Bin jetzt genau am Rande. Fahre hier andauernd am Lech. Was? Ja, ist okay. Aber es ist eigentlich fast immer nur geradeaus und so ein bisschen einmal gerade über die Brücke und auf die andere Straßenseite, Flussseite. Das war die Abwechslung. Ja, aber das Wetter macht mit, es ist alles top. Ich habe Lust und Laune, also jetzt durch Augsburg durch. Jetzt bin ich mittendrin auf dem Rathausplatz in Augsburg. Wow, ja, nicht mehr so große Altstadt hier, muss ich ja sagen, aber ist ja klar, Krieg hat viel zerstört, aber trotzdem toll. Ja, gar nicht mal so viel los heute. Ja, es ist Montag, Ferienende, alle müssen arbeiten. Ja, es ist ziemlich ruhig hier, ist doch schön. Kommt man gut durch bis jetzt, war eine gute Fahrt hier rein. Einmal schnell weg vom Lech und da war ich doch schon hier drin. War echt gut. Super, super. Aber gegessen habe ich noch nichts. Ja, ein bisschen mal gucken, was es hier so gibt. Hier gibt es sicherlich was. Ja, und dann geht es gleich weiter.
Das Schild lässt doch hoffen. Nun habe ich die Alpen im Blick. Da über den Bäumen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wahrscheinlich noch nicht auf der GoPro. Alter, ich habe sie im Blick, die Alpen, ich habe sie erreicht. Ja, nach Augsburg, ja, kam ein schöner Wald. Da habe ich noch was gegessen, bei einem Bäcker, mal schnell was. Ja, dieser schöne Wald und dann ging es schon wieder nur auf Straße, Hauptstraße entlang, an Königsbrunn vorbei. Und seit Königsbrunn kann man ab und zu so ein bisschen durch die Bäume schon mal die ersten Gipfel sehen. Und jetzt sieht man sie ordentlich. Wow, ich habe sie bald erreicht. Naja, bis Garmisch sind es noch 110. Das ist noch ein Stück. Aber das Wetter ist perfekt. Hammergeil, super, klasse. Ich fahre auf die Alpen drauf zu bei bestem Wetter. Das war ja meine Hoffnung. Es hätte ja auch heute regnen können oder bedeckt. Und man sieht gar nichts. Ja, und ich habe das Glück. Wow, ganz große Klasse. Ja, hier so eine Straße, LKWs, viele Autos. Da musste ich gerade etliche Kilometer entlang. Ja, so richtig Highlights gibt es gar nicht hier auf diesem Stück von dem Via Claudia Augusta. Also Augsburg, ja, war super toll. Echt klasse, aber der Rest bis jetzt kann man auch mal vergessen sozusagen. Muss man nicht haben. Naja, es geht jetzt weiter Richtung Alpen. Man sieht sie immer besser, die Alpen. Die kommen immer näher, sind keine 100 Kilometer mehr bis Garmisch. Das müsste auch das Zugspitzmassiv sein. Ja, toll. Ich fahre immer drauf zu, aber immer an der Straße hier. Ist nun mal die Via Claudia, ist ja nun mal eine Straße. Nichts Besonderes hier. Ja, die Landschaft ist eigentlich ziemlich eintönig. Bringt mir nicht viel irgendwie. Ja, bald kommt Landsberg. Na, da fahre ich erstmal hin zum Einkaufsmarkt und werde vielleicht was essen und so. Und dann gucke ich nochmal weiter. Eigentlich war geplant, da aufzuhören, aber diese Etappe hat mir irgendwie nicht viel gebracht. Bis jetzt, bis auf jetzt die ersten Bergpanoramen hier. Aber schaue ich mal. Ich fahre da erstmal hin.
endlich mal ein ruhiges Plätzchen. Landsberg war ich drin, schöne Stadt, schnell eingekauft, was zu essen, damit ich noch weiterfahren kann. Es ist noch keine 18 Uhr, es ist so ein schöner Abend. Ich habe gedacht, ich fahre noch weiter. Campingplatz gibt das hier nicht. Wildcampen möchte ich eigentlich auch nicht. Irgendwie, das war wieder so nass die Nacht, das wird es heute Nacht auch werden, vielleicht auch wieder neblig. Ich habe noch in 26 Kilometer ein Hotelplätzchen gefunden in Schongau. Da fahre ich noch hin, jetzt was essen und dann düse ich dahin. Ja, ich habe es reservieren lassen. Ja, Wildzelten, das ist nicht mein Ding. Campingplatz ist genau in der anderen Richtung, wo ich hin will. Da ist einer, aber es ist nochmal ein ordentlicher Umweg. Also ich fahre jetzt hier, er ist jetzt hier und dann fahre ich weiter nach Schongau. Der Tag hat mir heute noch nicht so viel gebracht irgendwie. War irgendwie zu langweilig, also ballere ich noch ein bisschen durch in die Dunkelheit hinein. Zumindest in den Sonnenuntergang. Jetzt habe ich die Alpen immer vor mir. Wunderschön. Das muss die Zugspitze sein. Hinten. Das reiht sich jetzt schon auf der gesamten Breite hier schon bald aus. Alter. Unglaublich. Ja, 20 Kilometer habe ich noch. Ist noch ein gutes Stück. Geht auch stetig bergauf. Ich bin bei 400 Meter über See gestartet und jetzt habe ich 630. Und ein paar kommen noch. Aber es geht immer stetig. Keine steilen Berge, immer langsam hoch. Ja, wunderbar. Das macht Laune und jetzt wird es langsam auch sehr angenehm wieder die Temperatur und es wird kühler. Echt toll. Naja, weiter geht's. Ich muss weiter. Gleich 19 Uhr und es wird langsam kälter. Man merkt das. Ja, die Nacht soll auch sehr kalt werden, kälter als die letzte sogar noch. Ui, ja, das ist schon gut, dass ich ins Hotel dort vielleicht gehe. Ja, hier ist es auch, eigentlich steht ja auch überall Häuser. Also einfach sowas zu finden, Wildcampen, na, das ist nicht so mein Ding. Ja, dann ist es halt so, dann geht es nochmal in ein Hotel. Ja, es sind noch 11 Kilometer, also weiter geht's.
Da sitze ich nun in ein Hotel und nicht irgendwo in ein Zelt. Ja, Handy sagt 6 Grad die Nacht. Es ist unglaublich. Soll ich gar nicht glauben. Deswegen habe ich doch lieber gesagt, dann nimmst du lieber doch ein Hotel, anstatt irgendwo zu sitzen. Zum Schluss hätte man bestimmt was finden können. Aber nee, aber hier habe ich ja noch was Gutes gefunden, wie ihr seht im Hintergrund. Mehr zeige ich aber auch nicht, sonst kommt da noch Neid auf. Ja, ich habe tolles Panorama zum Schluss gehabt, schöne Abendstimmung, aber diese Höhenmeter habe ich dann doch noch ein bisschen unterschätzt und einen kleinen Umweg musste ich noch fahren, weil ich nicht so richtig den Weg nehmen konnte, den Komoot mir damals vorgeschlagen hat, meine Abkürzung. Naja, aber es hat ja noch alles geklappt. Es sind über 130 Kilometer wieder geworden. Leute, aber dafür habe ich morgen nur noch 62 bis Garmisch. Das wird eine Traum, ein Triumph. Triumphmarsch, wollte ich schon sagen. Eine Triumphfahrt dahin. Oh, man sieht das ja schon alles. Man kann die Zugspitze eigentlich schon sehen. Ganz toll. Heute von Donauwörth bis hierhin. Ich muss sagen, das kann man schon verstehen, wenn viele sagen, das überbrücke ich. Das ist auch nicht interessant. Ich muss es echt sagen. Es lohnt sich nicht. Die beiden Städte, Augsburg, Landsberg, das war toll. Aber der Rest, da waren immer nur ein paar Kirchen. Und sonst nichts. Also, alles okay. Ich werde bestimmt gut schlafen. Kann morgen ein bisschen länger machen. Und dann ganz in Ruhe starten. Hier noch frühstücken im Hotel. Gibt's ja alles. Und dann gute Nacht. Ja, wunderbar. Bin bald da. Ja, dann würde ich sagen, ich kann auch nicht mehr. Ich bin sehr müde jetzt. Dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Oder wie jemand sie ihr sagt. Servus. Und tschüss.